Erwartungen. Erwartungen haben, das ist so eine Sache. Denn je mehr ich erwarte, desto mehr zweifle ich auch. Erwartungen, das ist so eine Sache. Erwarte ich dieses oder jenes vom Leben, von anderen Menschen, werde ich oft bitter enttäuscht. Zu erwarten ist für mich auch eine Haltung, in der ich die Kontrolle haben will. Ich erwarte, weil ich tief in mir drinnen oft nicht vertraue. Vertraue ich, fließe ich mit. Vertraue ich, bin ich davon überzeugt, dass das, was hier ist, zu mir gehört, weil es mir dient, mich selbst zu erkennen. Vertraue ich, bin ich mir sicher, dass das zu mir findet, was momentan zu mir gehört. Warum auch immer. Ich höre auf zu hinterfragen, alles zu analysieren und fange an, mich hineinfallen zu lassen. Ich höre auf, ständig zu kontrollieren und fange stattdessen an zu leben. Meinem eigenen Leben zu vertrauen, dass das, was geschieht, geschehen soll. Dass das, was sein soll, ist. Also brauche ich nicht mehr erwarten. Wozu auch? Leben bedeutet mitzufließen. Leben bedeutet, nicht schlauer sein zu wollen, als das Leben es selbst ist. Leben bedeutet, meine Erwartungen an richtig oder falsch loszulassen. Nicht mehr an einem Plan zu hängen, wie mein Leben angeblich zu sein hat. Für manche mag dieser Plan funktionieren und sie gelangen damit gut durch ihr Leben. Fragt sich nur, ob das der Sinn des Lebens ist. Bei mir funktioniert ein Plan nicht. Ich komme so nicht an, wo ich ankommen will. Ich muss mich fallen lassen. Ich in meinem Leben muss die Kontrolle abgeben, die Erwartungen an mich selbst, an das Leben und andere Menschen loslassen. Nur so habe ich die Chance, dorthin zu gelangen, wo mein Herz die ganze Zeit hin möchte. Mit einem Plan bin ich immer wieder gescheitert. Ich gelangte nur auf Wege, die ich bereits ging und konnte. Aber diese Wege taten mir nicht gut. Diese Wege waren Wege meines Verstands. Die Lösungen innerhalb dieser Wege waren geprägte Lösungen, waren nicht eigene Lösungen, keine von meinem Herzen erschaffene Lösungen, die Liebe beinhalteten. Es waren Lösungen, die mir eingeredet wurden, die oft auf Misstrauen dem Leben gegenüber waren, die ein unterschwelliges Misstrauen ausstrahlten, die Kontrolle im Leben haben zu müssen. Ein Nein zum Leben. Ein Du musst vorsichtig sein im Leben. Ein ungutes Gefühl. Ein Mangel zum Leben selbst. Es waren Wege, die mir nie gut taten, die mich immer wieder am gleichen Ende rauskommen ließen. Und dieses Ende war nie gut. Es war nie meins. Und jetzt heißt es loslassen. Die Erwartungen an mich selbst fallen lassen, mich fallen lassen, ins Leben hinein. Es macht mir oft Angst, aber es ist unausweichlich, das zu tun. Wenn ich möchte, dass ich zu neuen Ufern gelange, die ich noch nicht kenne. Wenn ich möchte, dass ich auf neue Wege geführt werde, die ich mir in meinem Herzen ersehne. Wenn ich möchte, dass ich ein neues Ende kreieren kann, von dem ich sagen kann, das macht mich glücklich. Wenn ich fühlen kann, dieser Weg ist es für mich wert, gegangen zu werden. Weißt du, was Leben wirklich bedeutet, wenn bekannte Wege verlassen werden, Seele?